willkommen zu diesem Video. Ich stehe hier gerade oder beziehungsweise sitze neben meinen Tomaten und hier sind schon ein paar Tomaten reif geworden. Und zwar die kleinen, ich kann die mal zeigen. Ja, viele sind hier noch grün. Und da sind die Reifen. Ja, zwei, so ja, drei. Und da werden immer noch wieder ein paar neue reif. Aber heute werde ich einen von denen verkosten. So. Da ist sie schon. Eine schöne rote, weiche Datteltomate. Ja, was soll ich noch Großes dazu sagen? Ausgesät wurden die ungefähr im März oder so. Und jetzt sind sie reif. Lecker, lecker. Ich werde jetzt einfach mal probieren, einfach mal reinbeißen. Saftig, da kommen einem direkt auch die Samen entgegen. Das schmeckt so süß, so lecker. Viel besser als im Geschäft. Meine erste reife, eigene, geerntete Tomate. Ein Daumen hoch dafür muss es doch mal geben, ne? Also für mein erstes Tomatenjahr. Ich habe mich gefreut, dass jetzt schon 2 bis 3 reif geworden sind. Jetzt habe ich eine probiert. Die sind lecker. Die anderen werde ich nicht probieren, sondern ich warte, bis halt die komplette Traube, sage ich jetzt mal, also die ganzen Tomaten, die da an diesen einen Ast dranhängen, dass alle davon reif sind. Und dann werde ich alle ernten haben. Ich kann das nochmal gerade zeigen. Die hängen hier so alle auf so einem Ast. Hier viele verschiedene. Hier 2 von denen sind schon reif. Den einen habe ich schon gegessen. Ach, hier werden immer wieder ein paar neue reif. Also die wechseln langsam die Farbe. Ja, jetzt lasse ich die in Ruhe. Wenn alle reif sind, werde ich hier abschneiden, so dass ich sowas Ganzes habe und nicht alle einzelne. Gut, das war's zu der ersten reifen Tomate oder beziehungsweise zu den ersten Tomaten, aber die eine habe ich schon probiert. Wie ich gesagt habe, köstlich, lecker, süß. Was will man noch? Also, die war sehr lecker. Na gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Gerade habe ich schon das Chili-Verkostungsvideo gedreht. Das müsste auch hochgeladen schon. Also, es müsste schon hochgeladen sein. Aber das weiß ich jetzt nicht. Also, ich werde beide auf einmal hochladen. Werdet ihr dann sehen, welches erster hochgeladen ist. Ja, also, bis dahin. Ciao, euer Biogartenland.